Hallo und herzlich willkommen bei deinem ersten Tag als Bankkaufmann-Frau bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Wie du siehst, bestückt Nova gerade den Kontoauszugsautomaten. Immer wenn es um Geld geht, sind es Bankkaufleute wie sie, die von KundInnen um Rat gebeten werden. Schönen guten Tag, Frau Wenzel. Guten Tag, ich habe heute einen Termin bei Ihnen. Ja, dann dürfen Sie mir gerne ins Büro folgen. Das mache ich. Hallo, schön, dass du da bist. Nova hast du eben schon gesehen. Ich bin Diab und wir zeigen dir heute, was du bei uns alles in der Ausbildung lernst. Der Service- und Kassenbereich ist die erste Station während der Ausbildung zur Bankkaufmann-Frau. Hier werden KundInnen in Empfang genommen, Termine vereinbart und erste Anfragen, wie beispielsweise zum Online-Banking, beantwortet. So, Frau Wenzel, aus unserem letzten Gespräch ergab sich Ihr Kreditwunsch in Höhe von 20.000 Euro für einen Autokauf. Dafür habe ich jetzt schon den Kreditvertrag vorbereitet. Ich zeige Ihnen den auch gerne noch einmal. Wenn es dann anspruchsvoller und vor allem persönlicher wird, wie bei der Vergabe eines möglichen Kredits, geht es in den Beratungsraum. Nova hat alle vorhandenen Informationen geprüft und kann den Kreditwunsch der Kunden über 20.000 Euro erfüllen. Das neue Auto kann kommen. Vorgesehen ist jetzt erstmal das Girokonto, wo das Geld abgebucht wird monatlich. Wäre das für Sie so in Ordnung oder wollen Sie ein anderes Konto angeben? Das ist so in Ordnung. Das ist so in Ordnung, super. Mhm. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Tag unseres Seminars zum Thema Sparkassenfinanzkonzept. Um in solchen Situationen die richtigen Entscheidungen treffen und geeignete Vorschläge machen zu können, muss es zunächst einmal in der Theorie geübt werden. Dafür gibt es bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Seminare, bei denen es um das Finanzkonzept oder Vermögensanlagen geht. Für diese Beratungssituationen findet auch ein spezielles Kommunikationstraining statt. So können die Azubis vor den KundInnen souverän auftreten. So, wir haben ja heute Nachmittag unser Kundengespräch mit der Familie Krüger. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses Baufinanzierungsgespräch. Das wäre mein erstes Baufinanzierungsgespräch, weil ich live miterlebe, sagen wir mal so. Womit fängt man dann dabei an? Aber was Bankkaufleute wissen müssen, geht längst über Kredite und Girokonten hinaus. Deshalb stehen den Azubis erfahrene KollegInnen zur Seite und unterstützen sie mit Rat und Tat, wenn es beispielsweise um Baufinanzierungen und Wertpapieranlagen geht. Die Bearbeitung verschiedenster KundInnenanfragen gehört zu den Kerntätigkeiten von Bankkaufleuten. Und das digital, persönlich und telefonisch. Ja, Nova, jetzt ist dein erster Ausbildungsabschnitt auch schon vorbei. Wie hat es dir denn bei uns gefallen? Bis jetzt hat es mir echt sehr, sehr gut gefallen. Die AusbilderInnen vor Ort tauschen sich regelmäßig mit den Azubis zum aktuellen Ausbildungsstand aus. Bei diesem Feedback wird besprochen, was schon richtig gut läuft und in welchen Bereichen sie sich noch optimieren können. Wir arbeiten dann auch gleich viel mehr Spaß. Das freut mich zu hören. Das Feedback gebe ich auch gerne weiter. Schön, dass es endlich geklappt hat, Nova, dass wir uns endlich mal treffen auf dem Kaffee. Wir wollten uns ja noch mal besprechen für den Azubi Digiday. Den hatten wir ja letzte Woche. Wie fandest du den? Ja, ich fand den echt richtig gut. Also nach so einem Tag voller Eindrücke ist jetzt Feierabend für Nova und Diab. Und hiermit endet auch dein erster Tag als Bankkaufmann-Frau bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Wir hoffen, du hattest viel Spaß und vielleicht ja bis bald.